Moin Leute, 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Es war die Reaktion auf Hoffenheim. Das war unfassbar wichtig, unfassbar gut, auch mit dem Endergebnis. Nach 25 Minuten, muss ich ganz ehrlich zugeben, war erst recht nicht damit zu rechnen. Im Vorfeld war es ja auch nur relativ schwierig, daran zu glauben, dass Werder da was Zählbares mitnehmen kann. Immerhin war die Eintracht ja mehr oder weniger das formstärkste Team der Liga, eins der formstärksten Teams Europas. Hatte wirklich jetzt zuletzt auch noch die Bayern geschlagen und es hat einfach nicht viel für Werder gesprochen. Dann auch wirklich der Start, Frankfurt geht früh in Führung. 25 Minuten, in denen Werder überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommt und man konnte wieder ein bisschen Böses erahnen. Dann hat man sich so ein bisschen freigeschwommen und die zweite Halbzeit, da war man dann wirklich am Ende so weit, dass man sagen kann, über 90 Minuten hat man verdient gewonnen. Und das ist das, was einen dann positiv stimmt. Natürlich haben wir einen Fußball, der ein bisschen auf Kampf basiert und natürlich haben wir keine fußballerischen Abläufe, die eventuell so sind wie bei den Frankfurtern in dieser Saison, wenn sie teilweise ins Rollen kommen. Das ist dann aber, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, nach dem Spiel so viel Mimimi von den Frankfurtern da ist, hat mich ein bisschen verwundert, auch ein bisschen genervt. Auch ein Adi Hütter, der sonst immer sehr gelassen wirkt, ist da irgendwie so ein bisschen, ja fast schon so ein bisschen nervig, wenn man das dann irgendwie ertragen muss. Also man muss sich ja auch diese Frage gefallen lassen, warum kocht es emotional immer wieder so über gegen Frankfurt. Da gibt es nun mal eben die Vorgeschichte mit Hinteregger, natürlich dann auch seit dem einstigen Abstiegsspiel, wo Werder das damals für sich entschieden hat. Seitdem ist das irgendwie immer so eine etwas sehr überemotionale Stimmung, irgendwie auch alle Leute total überempfindlich in dem Spiel. Natürlich war da eine gewisse Härte da, aber jetzt dann auch wirklich da ein überekliges Spiel bei den Bremern zu interpretieren oder eine fragwürdige Schiedsrichterleistung, weil man muss ja auch sagen, das Ding, also das 1:0 von Frankfurt hätte ja gar nicht fallen dürfen. Das war ja auch keine Ecke, da war ein Frankfurter zuletzt am Ball. Ist aber dann auch keine relevante Entscheidung zwecks einer Überprüfung. Also konnte es da auch weitergehen, obwohl man eigentlich gesehen hat, dass es eben keine Ecke gewesen war. Auch sonst über die erste Gelbe von Rode, sage ich auch ganz ehrlich, da hätte man streiten können. Nur in dem Augenblick, wo er Gelb hat, kriegt er für ein taktisches Foul keine Gelb-Rote. Auch das sind alles so Situationen oder so kleine Momente im Spiel, wo man sagen muss, hey, das war alles andere als ein Heimschiedsrichter und bei den kniffligen Entscheidungen wurden am Ende kalibrierte Linien drüber gelegt. Also auch da gibt es keine Situation, wo man sagen könnte, Werder war da irgendwie bevorteilt. Dann auch noch eine Situation Ende der ersten Halbzeit, als wir eigentlich eine sehr, sehr gute Vorteilsituation hätten ausspielen können und plötzlich aus dem Nichts dann doch noch zurückgepfiffen werden, als wir eigentlich nicht nur am Ball bleiben, sondern uns gut freischwimmen. Also das waren alles so knifflige Sachen, wo ich eigentlich sagen würde, da wurde eigentlich sogar fast eher die Frankfurter begünstigt. Aber darum sollte es da auch nicht gehen. Frankfurt wurde auf die Art und Weise von Werder bespielt, wie es Werder Bremen im Moment halt eben nur kann. Dass man sich dann als Frankfurter dahinstellt, das halt so ekelig deklariert, wirklich ein Team. In der Fairness-Tabelle ist Frankfurt 17. Unter Kovac haben sie sehr, sehr oft sehr, sehr ähnlich agiert. Da war alles in Ordnung. Und man wird nicht automatisch zum FC Bayern oder so, nur weil man dann irgendwie gewisse negative Attitüden der Bayern teilt oder halt eben auch sie einmal jetzt geschlagen hat. Das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und das finde ich auch ein bisschen schade in Richtung Frankfurt, weil ich den Ball, den sie spielen, sonst eigentlich extrem stark finde. Aber irgendwie ist dieses Duell in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und da stellen sich irgendwie alle Beteiligten. Da will ich uns auch nicht irgendwie außen vor nehmen. Ich glaube, auch von Bremer Seite kam ein bisschen was Unnötiges rein. Sei es eine Lücke bei der Eckensituation mit Kostic, dann der Kabinengang. Man weiß ja auch nicht, was genau alles von wem gesagt wurde. Man hat aber Kofeld auch über die Mikrofone sagen hören. Arschloch muss auch nicht sein. Also auch sowas kann aus der Frankfurter Richtung gekommen sein. Aber ja, das ist halt alles ein bisschen wild gewesen. Für Werder zählt, das war ein enorm wichtiger Dreier. Das war vor allen Dingen für Sargent ein Spiel, über das ich mich sehr gefreut habe. Nicht nur wegen des Tores. Endlich war es wirklich ein Spiel, wo er nicht nur geackert hat, sondern auch wirklich viele wichtige Dinge gemacht hat. Also viele gute Verlängerungen bei hohen Bällen, die von ihm kamen. Er hat Bälle festgemacht, diesmal wirklich fast optimal immer weitergeleitet. Hat dann auch wirklich den notwendigen Killerinstinkt bei dem Tor gezeigt. Auch noch das Abseitsding, das er wegmacht. Also insgesamt wirklich ein sehr starkes Spiel. Hätte ja auch noch fast eins vorbereitet auf Romano Schmid. Das war wirklich
nicht nur ein aktives Spiel von Sargent, sondern auch ein effektives. Und ich glaube, darüber sollten wir uns freuen. Rashica vor dem ersten Tor, das Theo macht, eine überragende Einzelaktion, wie er das einleitet. Also auch insgesamt deutlich besser im Spiel gewesen. Und wo man gesehen hat, was es einem dann für einen Mehrwert bringt, wenn die Offensiven halt eben einfach ihre Momente haben. Da geht es nämlich dann häufig dann wirklich nur um so kleine Nuancen. Sie setzen sich mal in einem Zweikampf gut durch, bringen einen guten Pass rein und schon bist du deutlich besser im Spiel, weil du einfach dieses Sicherheitsgefühl hast, heute geht was, heute kann ich viele Dinge machen, die vielleicht in den vergangenen Spielen nicht so gut funktioniert haben. Das war sehr wichtig. Vor allen Dingen auch, weil die Defensive in meinen Augen, obwohl wir nur ein Gegentor kassiert haben, in den ersten 45 Minuten vor allen Dingen nicht so gut stand. Ihr wisst ja, Toprak hief ich meistens immer auf so einen Thron, aber auch da muss man sagen, von ihm fand ich diesmal auch wirklich keine gute erste Hälfte. Da waren viele Ballverluste, wirklich auch gerade das Passspiel von Toprak, was eigentlich eher gut ist, war auch nicht on point, auch da viele Fehlpässe mit dabei und da muss er sich auch ein bisschen steigern. Diesmal haben es so ein bisschen die Nebenleute rausgerissen. Aber umso wichtiger war es dann halt eben auch, dass das Spiel nach vorne dann irgendwann in der zweiten Halbzeit deutlich besser, aber so ab Minute 30 dann auch besser funktioniert hat. Also wirklich ganz wichtiger Dreier, auch wirklich in diesem Abstiegskampf sich wieder ein bisschen abzusetzen. 26 Punkte jetzt sind sehr gut. Dieses Spiel gegen Frankfurt war ein Bonusspiel. Wir haben noch das Nachholspiel gegen die Bielefelder, was enorm wichtig wird und haben auch vor allen Dingen immer noch einen sehr, sehr guten Torwart, weil auch irgendwie Pavlenka in letzter Zeit immer mal wieder in die Kritik geraten ist, was ich auch irgendwie nie verstehen kann. Über seine Abschläge reden wir ja schon seit Monaten oder seine Pässe, dass das nicht immer super gut ist. Aber auf der Linie, seine Reflexe, das Rauslaufen, das ist phänomenal teilweise bei ihm, auch in dem Spiel. Zwei Dinger wieder gut rausgeholt und somit auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Werder diesen Sieg errungen hat. Und dabei sollten wir es dann jetzt auch belassen. Deswegen, wie habt ihr das Spiel gesehen? Für mich ein absolut perfektes Flutlichtspiel. Gutes Ergebnis für Werder. Einige Spieler, die sich da ein bisschen freischwimmen konnten, die hoffentlich ein bisschen Selbstbewusstsein für die nächsten Spieler dann weiter mitnehmen. Und ansonsten Leute, reingehauen auf ein diesmal sehr beruhigtes Wochenende. Ciao.